Gut. Da gehen die Turteltauben halt alleine. Und ich gehe her. Ich dachte eigentlich, nach der Brücke sind wir in Little Hope, aber anscheinend ist er. Moment. Das Geräusch. Was geht denn bei dem ab? Was? Was? Danke. Ist doch bloß ein Fahrradfahrer. Mensch. Ist alles okay? Alles gut. Das war nur der Alte aus der Bar mit seinem Rad. Dummer alter Säufer. Irgendwo hier ist sicher ein leichterer Weg, der zurück zur Straße führt. Gehen wir. Klar, durch den Wald. Durch den Wald ist ein einfacher Weg. Schon klar. Hast du dafür eine Erklärung? Nein, nicht wirklich. Ich weiß, dass es in Little Hope fast zur selben Zeit wie in Salem Hexenprozesse gab. Was war los? Das kannst du selbst herausfinden. Was zur Hölle war das? Und jetzt? Ja, hier ist was zum Angucken. Was? Ja, nee, ist klar. Okay. Hier ist wieder was zum Gucken. Was ist? Was? Wir sollten zu John gehen. Ja, genau. Beeil dich. Wir sollten zu John gehen. John? Er meint es gut, aber das wächst ihm über den Kopf. Wir stecken alle zum ersten Mal in so einer Lage. Du hast wohl recht. Das seltsame Mädchen von vorhin geht mir nicht aus dem Kopf. Mutterinstinkt. Der Begegnung lässt mich nicht los. Okay. Die Begegnung lässt mich nicht los. Mich auch nicht. Sie war beunruhigend. Wir sollten zu John gehen. Na, ja, das ist ja meine Rede. Also los jetzt. Gehen wir jetzt. Ich glaube mal ein bisschen schneller. Ich glaube, wir werden verfolgt. Alles okay? Es fühlt sich an, als könnte ich es Angela einfach nicht recht machen. Ich habe das Gefühl, für alle hier verantwortlich zu sein. Ich bin für euch alle da. Was würdest du an meiner Stelle denn machen? Missbilligend. Denk auch mal an andere. Positiv denken, na klar. Denken wir mal positiv. Ich schätze, ich würde Optimismus zeigen. Würde mein Bestes geben. Mehr geht nicht. Ich weiß nicht, ob mein Bestes bei dem Ganzen, was hier heute Abend los ist, noch reicht. Was wir vorhin gesehen haben. Glaubst du wirklich, das war übernatürlich? Sieht so aus. Sieht schon langsam fast so aus. Erst das kleine Mädchen im Nebel. Und dann, was immer zur Hölle das vorhin war. Nur weil wir dafür keine Erklärung haben, wäre es extrem unklug, dass wir gleich übertreiben. Ähnliches geschah während der Hexenprozesse in Little Hope. Fehlentscheidungen aufgrund mangelnder Beweise. Das, was hier gerade passiert, ist anders als das damals. Wisch meine Worte nicht so schnell wieder vom Tisch. Wisch meine Worte nicht so schnell vom Tisch, Alter. Du kannst alleine im Wald bleiben. Ich habe gerade irgendwas gehört. Das klingt echt nicht gut. Kein Grund zur Sorge. Okay, ich geh. Junge, hat er sich gerade vorgedrängelt? War der nicht gerade vor mir? Jetzt auf einmal hinter mir.
Was beobachten die denn? Klar, geht in eine alte Hütte rein, mitten im Wald, im Dunkeln. Was zum Teufel? Was ist denn mit? Was ist denn mit dem Falsch? Nein! Was war das? Das war keine normale Katze. Die rennen übel weg, ey. Gut gemacht. Freut mich, dass du hier bist. Die ist alleine, Alter. Kenneth, du bist ausgeflippt. Das war verrückt. Machen wir mal so, ja. Was ist denn mit der Alten jetzt? Die bleibt jetzt stehen und die rennen übel weg. Das war ziemlich verrückt. Entschuldige meine Panik. Ich bin schreckhafter, als ich dachte. Danke fürs Nachlaufen. Wenn ihr zwar allein sein wollt, hättet ihr das auch sagen können, anstatt einfach abzuhauen. Jemand muss bei John bleiben. Wir haben dich auch vermisst. Ich sag mal nicht, ja. Komm, machen wir weiter. Wenn der bei jedem Scheiß gleich sonst wie viele Kilometer weit wegrennt, sind sie bald alle alleine. Hier finden wir sicher was. Ein Funkgerät, ein brauchbares Telefon. Vielleicht sogar den Busfahrer. Schau, ob du etwas zum Zerschlagen der Scheibe findest. Was? Bleib nah beieinander, finde Hilfe in der Stadt. Finde Hilfe in der Stadt. Das ist dann noch keine Stadt, ja, oder? Sind wir jetzt schon in einer Stadt? Nee. Das ist einfach nur ein Gebäude mitten im Wald, habe ich das Gefühl. Was ist denn hier? Stein. Cool. Gib her. Diese schwarze Kasse. Ich schlag das Fenster ein. Die ist auch überall irgendwie. Kein Problem. Ich mach das. Okay. Wenn du meinst. Das kann doch jeder. Nicht jeder. Ein Stein 5 Meter durch ein Fenster werfen? Das kann doch wirklich jeder. Lass wen anderen ran, wenn du dich unter Druck gesetzt fühlst. Ich bin ganz entspannt. Ich sag ja nur. Bist du ruhig? Mach dir dann mal endlich. Der Rahmen wird noch morsch und das Glas von selbst herausfallen, bevor ihr zwei fertig seid. Das ist Hausfriedensbruch. Sachbeschädigung. Du hast wohl doch das Zeug zum Baseballer. Glaubst du, ein Anfänger könnte so werfen? Hauen die erstmal hier die Scheibe ein, ne, anstatt erstmal zu gucken, ob es irgendwo eine Tür gibt. Wäre ja Quatsch. Scheint sicher zu sein. Der alte Sack. Der erschrickt bestimmt gleich wieder und rennt wieder sonst wohin. War ganz einfach. Du bist dran. Das war eigentlich eine dumme Idee, dass die sich aufteilen, ja. Weil, wo wollen die wissen, was die anderen machen? Glaubst du diesen Doppelgänger-Kram? Ich weiß nicht, was John gesehen hat und ich habe auch nicht vor, es herauszufinden. Wenn die jetzt zum Beispiel den Ausweg finden würden, was macht dann die andere Gruppe? Die weiß das dann auch gar nicht. Vorne steht irgendwas. Und ist weggerannt. Ist gerade hier links ins Gebüsch gerannt jemand. Was ist denn hier? Aber das ist süß dunkel, ey. Kann das sein? Was war das? War bestimmt gar nichts. Nö. Ach. Riesengroßes Schloss. Hier ist ein Bus. Hat wahrscheinlich noch einen Busunfall gebaut. Sind wir in die einzigen? Was ist, wenn ich jetzt hier lang laufe? Ich gehe erstmal hier ran. Warum die Schule wohl geschlossen ist? Ach, das ist eine Schule. Vergiss das mal. Selbst wenn du es schaffst, ich werde dir nicht folgen. Ich mach das Schule nie. Verschwinden wir. Oh, da geht's offenbar nicht durch. Hab mich wohl falsch entschieden. Ich hätte dir zuhören sollen. Ganz ruhig. Kein Stress. Keiner hat uns hierher gescheucht. Wir finden einen Weg. Irgendwas läuft da denn rum. Steht dort jemand?
Steht da jemand? Oder? Das ist doch jemand, oder? Dort da? Oder was ist das? Na, da steht jemand. Ich guck mal erstmal das hier an. Finde einen anderen Weg aus Little Hope heraus. Bleibt zusammen, folgt dem kleinen Mädchen. Okay. Ist gerade weggerannt, das kleine Mädchen. Eben war es nachher. Gehe ich jetzt geradeaus oder gehe ich jetzt rechts? Die Madame geht rechts. Ich weiß nicht, wenn ich hier links gehe, was passiert denn? Ich kann ja mal gehen. Vielleicht. Ah, hier. Mond und Sonne. Was ist das denn? Gott, geh weg. Renn, renn, Alter, renn. Warum kann der nicht rennen? Was war denn das? Was ist das für ein Vieh gewesen? Finde einer rennen. Achso, ne, da steht er immer. Also da kam das Geräusch her. Dieser Ort ist der Horror. Echt jetzt. Oh, Kunde. Da ist wieder was. Kann ich wieder snacken? Komm her. Was ist das? Ich schätze mal, dieses schwarze Vieh, was dort gemalt ist, ist das, was wir gerade eben gesehen haben. Oder soll das darstellen? Denke ich mir mal. Irgendwie habe ich das Gefühl, in dem Wald siehst du manchmal irgendwas lang rein. Wenn man hier so mit der Taschenlampe rein. Ja, es hat schon Atmosphäre, das Game. Junge. Da drüben! Hey, geht's dir gut? Ich glaube, ne? Wer bist du? Wer bist du? Was machst du hier? Irgendwas ist an dieser Sache echt faul. Ist das das Kind, das Angela und Andrew gesehen haben? Ich weiß es nicht. Wow, mach das lieber nicht! Klar, geh rein, Alter, und zieh's raus. Was zur Hölle geht das? Hammer hart. Das ist gerade nicht passiert. Steh jetzt, er soll mich nicht kriegen. Wovon redest du? Geht weg, sonst findet er mich. Komm heraus, Mary. Ich weiß doch, dass du dort bist. Bitte! Nein, lass mich los! Ich lasse dich los, wenn du versprichst, unser Geheimnis zu bewahren. Deine kindischen Spiele sind lästig. Gott, die sieht aus wie ein Zombie. Du wirst mich respektieren und du sagst nichts. Nein! Loslassen, sofort! Welcher Zauber ist das? Ich bin bis ins Mark erfroren. Ich habe nichts getan. Amy ist die Zauberin. Sie ist im Bunde mit dem Teufel. Ich sah sie im Wald mit ihren Teufelsdienern. Ich bin unschuldig. Ich erfahre die Wahrheit so oder so. Du kommst mit mir, Kind. Danke euch vielmals. Sei still, Kind. Weiß jemand, was gerade passiert ist? Es muss eine Verbindung zwischen den Kindern geben. Das kann kein Zufall sein. Ich verstehe es nicht. Wir sollten hier schnell weg. Gehen wir. Finde ich auch. Okay. Ich glaube, wir tun zwischen verschiedenen Zeiten hin und her springen, je nachdem, wie wir gerade handeln. Hat das dann Auswirkungen auf die Story? Verstehe.
Was ist denn hier? Untersuchen. Es kommt bestimmt gleich wieder so eine Frequenz. Was? Ja, jetzt haben wir gerade gesehen, wie jemand stirbt. Das war die Alte. Schön, dass du da bist. Wir kommen beide hier raus. Wirst sehen. Na dann. Auch so grafisch macht das schon ganz schön was her, finde ich. Ist schon nicht schlecht gemacht. Eine Videoaufnahme jetzt vielleicht nicht so zu sehen, also weiß ich jetzt nicht ganz genau, aber wenn man jetzt so direkt davor sitzt, ist schon, ja, kann man machen. Vielleicht ist da jemand. Vielleicht gibt's Hilfe. Gehen wir hin. Ich helfe dir. Ach nein. Shit. Tut mir leid. Komm hoch. Mist. Das wollte ich jetzt eigentlich nicht. Naja, gut. Umso mehr Mist passiert, umso spannender wird es. Ich glaube nicht, dass wir so aus der Stadt rauskommen. Da ist kein Weg. Ach Mist, naja, egal. Muss irgendwo hinführen. Sind wir hier unten irgendwo, finden einen anderen Weg aus der Loge raus, bleibt zusammen. Erst wollen sie nach Little Hope, dann wollen sie aus Little Hope raus. Das hier war wohl mal ein Laden oder so. Was ist denn hier? Hier drüben, schau mal. Bla bla bla. Natürlich alles Picobello durchgelesen, ne? Ich denke mal hier rein müssen wir, ja, kann das sein? Ich will jetzt mal kurz hier alles draußen abluten. Was machst du da? Hilf mir mal schieben. Ernsthaft? Es geht nicht anders. Oh, wenn's denn sein muss. Der guckt wie ein Gubi. Und du? Ach, da will der rein, okay. Aber zuerst mal. Und jetzt? Hilf mir hoch. Ich will auf die Treppe. Cool. Stell dich nur bis an, ja. So, was Echt jetzt? Du willst da rein? Ich geh zuerst rein. Nein, fällt dir was Besseres ein? Mach mal so, ja. Ja. Weißt du was Besseres? Na? Ja. Geh nicht in das alte, dunkle, gruselige Haus nach dem, was passiert ist. Sei kein Baby, ich beeil mich. Ach, ich mach's nur, ich beeil mich. Ich beeil mich auch. Wenn irgendwas passiert, schrei einfach. Dann komm ich. Okay. Ist schon zu spät. Mach ich. Ich komm gleich. Moment. Na, dann werden wir mal gucken. Brauch dein Handy. Wofür? Licht. Ist dunkel da. Bitte beeil dich. Wirf's her. Und dann geht der Trinago leer. Das wär's. Bin drin. Alles gut? Glaub schon.